Fest am Pferde Graz 2014, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auch ein fixer Bestandteil der neuen szenegehenden High Fly Tour, die in diesem Jahr präsentiert durch das Unternehmen Mephisto. Herr Obernick, nicht nur dieses Jahr, sondern 3 Jahre geht jetzt der Vertrag mit der Haus Deluxe, hat sich Mephisto bereit erklärt, über die Turniere Salzburg, Graz, Lambrechtshausen jene Tour zu begleiten. Und jetzt sind wir zum ersten Mal hier Premiere Graz. Sie sind heute angereist, haben hier einmal ganz kurz die Infrastruktur gesehen. Was macht Graz oder das Messezentrum Graz als Pferdehochburg für einen Eindruck? Also aus unserer Sicht einen sehr, sehr starken, obwohl es das erste Mal hier wieder stattfindet. Also in diesem Ausmaß, glaube ich, sowieso überhaupt das erste Mal mit diesem internationalen Touch. Mein Eindruck, ich bin ein riesen Graz-Fan. Es ist für uns jetzt sozusagen ja, die zweite Station, in der wir uns stärker engagieren im Pferdesport. Und die nächste ist dann Lambrechtshausen und Salzburg. Und wir werden die nächsten 3 Jahre, wie Sie schon erwähnt haben, weitermachen. Und ich bin sicher nächstes Jahr in Graz wieder dabei. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es dann nicht nur die Mephisto High Fly Tour, sondern irgendwie andere Bewerbe, wo wir uns noch stärker engagieren. Ja, aber die Mephisto High Fly Tour Salzburg hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und zwar zum einen durch die Saverio und Rubine aus ihrem Haus, zum anderen auch durch die Höchstleistungen eines Pferdes, nämlich des AFDBs Quick Van Coeur mit Thomas Gleis, dem weltbesten Mächtigkeitspferd. Und der hat sich es nicht nehmen lassen, weil er hatte den ersten Mephisto Edelstein in Empfang genommen, auch hier wieder an den Start zu gehen. Aber ich glaube, gerade mit der Mephisto High Fly Tour, mit der Mächtigkeit am Freitagabend haben wir ein absolutes Highlight. Da stimmen wir zu, weil es war in Graz schon so, dass wir überrascht waren von den Begeisterungsstürmen, die da irgendwie losgebrochen sind. Und dass dann natürlich auch noch der weltbeste Mächtigkeitsreiter gewinnt, ist ja ein doppelter Effekt auch für uns, was die Wirkung unseres Engagements betrifft. Dass er jetzt wieder hier mit dabei ist und wahrscheinlich auch im Finale in Salzburg natürlich wieder mit dabei ist, bestätigt uns unsere Entscheidung, damit mitzumachen. Und dieses ja, sagen wir mal Highlight, ich glaube, von der ganzen Veranstaltung, weil es den meisten Publikumszuspruch haben wird, nochmal zu unterstützen. Wir hoffen natürlich, muss ich sagen, aus Markensicht, dass er nicht wieder die Tour gewinnt, weil ja, also wir würden natürlich gern auch jemand anderen den Stein dann überreichen, der sozusagen Tour-Gesamtsieger wird. Vielleicht den neuen Mephisto-Reiter, den Roland Engelbrecht. Ich habe zu was Leuten gehört, dass Mephisto ganz eng verbunden ist mit jenem österreichischen Springreiter. Ja, er ist an uns herangetreten und hat uns gefragt, ob wir ihn unterstützen würden. Es war jetzt irgendwie nicht eingeplant, aber wir haben uns spontan bereit erklärt, dieses Mal für ihn und wahrscheinlich auch in anderen Bewerben unsere Unterstützung zu gewähren oder so teilzulassen, mal schauen, was er für sich an Erfolgen einfährt, und seine Erfolge sind dann auch unsere Erfolge. Herzlichen Dank, Herr Obernick. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wertschöpfung aus den Host Deluxe Events aus Graz und Salzburg kommt nicht nur uns zugute, den Veranstaltern, sondern auch den österreichischen Springreitern. Wir wünschen toi 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 mit Mephisto an seiner Seite auch Roland Engelbrecht.